Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück in dieser schönen Bar und sprechen mit Tanach Hobbs, der irgendwie große Probleme zu haben scheint. Wir fragen ihn mal, was tut ihr hier? Reisende, bringt mir zerbrochene Numenera. Ich repariere sie gegen Bezahlung. Ich muss essen, schreit er. Du denkst nicht, dass du das Ziel seiner Wut bist. Die Reisenden danken mir, sagt er und schluckt. Sie wissen nicht, dass ich ihre Numenera neu gemacht habe. Sie wissen nicht, dass sie auch neu gemacht werden. Könnt ihr eines meiner Numenera neu machen? Statt nach deinen Sachen zu fragen, sieht er dich zum ersten Mal an. Seine Pupillen sind dunkel wie das All zwischen den Sternen. Nein, sagt er. Nach einem langen Moment, seine Augen flackern zurück zu jenem weit entfernten schrecklichen Ort, der seine Aufmerksamkeit fesselt. Du bist verletzt, ein zerbrochenes Instrument. Er hat keinen Nutzen für dich. Ihr habt meine Sachen gar nicht angesehen. Habe ich etwas, das ihr neu machen könnt? Nein, du bist würdig, aber zerbrochen. Dieses Mal sieht er dich nicht an. Was starren sie da eigentlich die ganze Zeit an? Die große Halle, die Spirale, befestigt mit zerbrochenen Säulen, das unsichtbare Dach. Keuchend hört er auf zu reden und eine Träne rollt seine dreckige Wange hinab. Er sagt mir, dass ich meine Geheimnisse nicht mit dir teilen soll. Du bist nicht Teil des Chores, du bist ein Missklang. Ein kalter Wind rollt sich vom Dach hinab und zerrt an seiner zerrissenen Kleidung. Wir nehmen etwas wahr. Plötzlich hörst du etwas unter den Flötenklängen des Windes in den Löchern in der Haut des Mannes. Eine trockene, zornige Stimme spricht das Wort Akkar. Akkar? Mit ihm spricht offenbar jemand. Akkar, haben wir das schon mal gehört? Kommt mir extrem unbekannt vor. Akkar? Was bedeutet das? Du könntest den Mann auch geschlagen haben. Weiß! Vor Schreck klappt er zusammen und packt sich an die Brust. Unter der Qual des Mannes fühlst du Empörung aus dem Jenseits, alterslose Verzweiflung so tief wie ein Ozean. Groß Akkar war einmal die mächtigste aller Städte, und sie wird wieder auferstehen, wenn der Chor erwacht. Sein Blick trifft dein. Der Dirigent wird deine Neugierde belohnen und mir erlauben, dir zu erzählen, was ich gesehen habe. Du musst nur fragen. Okay, der hat spezielle Visionen. Ich möchte wissen, was ihr gesehen habt, in der Tat. Vor meinem Werden fand ich eine von Steinen umrandete Grube, tief in den Arverin-Wäldern, zerbrochene Säulen an den Rändern. Ich trat hinein, atmete die staubige Luft ein. Er macht eine Pause und fährt sich mit zitternder Hand über den Mund. Für Tage habe ich mich in der großen Halle verlaufen. Säulen, die sich wie Flure drehten. Das Klingeln von Glocken, wirbelnde Kronleuchter. Ich hatte dem Klang des verlorenen Chores gelauscht. Ich war ein Publikum, das zum Instrument wurde. Am Ende bin ich eingeschlafen und hier auf den Höhen wieder aufgewacht. Er nahm meine Stimme, sagt der Mann. Sein Blick ist trübe und weit weg, aber mein Blut singt. Ich werde, ich träume. Und ich mache für Reisende ihre Numenera neu, damit sie auch werden und träumen. Und zusammen werden wir in den Wald gehen zu dem Ring, wo einst die große Halle stand, und wieder aufbauen. Er verstummt, seine Augen weiten sich und werden nass, als ob er von der Stadt träumt, die in seinem Verstand lebt. Was glaubt ihr, was ihr werdet? Ein Instrument, sagt er schwankend. Ein Durchgang. Vorher habe ich Numenera neu gemacht, jetzt erwache ich und finde Geräte, die der Dirigent für mich gemacht hat. Er ist großzügig. Sieh mal, sagt er lächelnd, öffnet sein Gewand und zeigt seine knochige Brust. Unzählige Geräte sind in sein Fleisch eingelassen, schlingen sich ohne Blut zwischen seinen Rippen durch. Sie sind mit Röhren und Drähten mit einer schillernden Kugel unterhalb seiner Kehle verbunden. Oh mein Gott. Sie sagten, dass sie träumen. Wovon? Vom stolzen Acker am Höhepunkt, sagt er. Sein Blick ruht auf den weit entfernten Ruinen der Stadt.
Instrumente aus Metall und Fleisch schallen von den Rängen der großen Halle. Der Dirigent, unsere Luft, ihn einatmen, für immer. Ach, jetzt kapiere ich. Er wird selbst zu einem Instrument, indem er sich irgendwelche metallischen Gegenstände einbaut und dann der große Dirigent ist die Luft. Und wenn alle sie einatmen, dann erschallt eine Musik. So ist das wahrscheinlich gemeint. Okay, da kann ich glaube ich ganz froh sein, dass er uns nicht neu machen will. Leb wohl. Überlass mich der Harmonie. Okay, gut. Bringt uns jetzt nicht irgendwie wirklich weiter, aber eine weitere abgefahrene Geschichte hier. So, oh, wie es aussieht, gibt es hier sowas wie Hotels und Betten und so, sehr interessant. Gut, sprechen wir aber erstmal mit Sylph. Diese junge, hübsche Frau steht unnatürlich still. Plötzlich kommt ratternd Leben in ihre großen gläsernen Augen und sie fängt deinen Blick auf. Genauso schnell sieht sie wieder weg. Ihre Haut ist schön wie Porzellan, aber gerissen unter mehreren Schichten von Schmutz und ausgeblichenem Make-up. An der Seite ihres Halses siehst du ein kleines Tattoo aus vertikalen Linien mit Schriftzeichen am unteren Ende. Oh, ist sie auch eine Gefallene? Ihr Blick flackert zurück zu deinem Gesicht, aber nicht zu deinen Augen. Sie starrt deine Tätowierung an. Ruckartig hebt sie die Hand und berührt ihr eigenes. »Sei gegrüßt, ich heiße Sylph.« Dir fällt die kurze Pause vor ihrem Namen auf. Unter ihrer schnurrenden Stimme kannst du hören, wie zahllose Zahnräder sich drehen. Sie hustet einmal und eine kleine grünliche Wolke tritt zwischen ihren Zähnen hervor. »Wie bist du an dieses Zeichen gekommen?« Wir versuchen uns mal daran zu erinnern, wo du Sylphs Tattoo schon einmal gesehen hast. Anamnese setzen wir ein. Du hörst dein eigenes Echo und siehst dich vor einem seltsamen alten Mann stehen, knorrig von der Zeit und wild vor Erwartung. Auf seinem wettergegerbten und schlaffen Hals ist das gleiche Muster aus vertikalen Linien zu sehen, eine ausgeblichene Karte zu einer Zeit oder einem Ort, der nicht mehr existiert. Kennen wir nicht diesen Kartografie-Tattoo-Mann? Ist der das? Ich weiß nicht. Ein unzulässiger Zeitraum ist ohne Antwort vergangen. Folgerung, ich werde die Frage neu formulieren, sagt sie, als deine Erinnerung verblasst. Wie bist du an diese Zeichen auf deiner Haut gekommen? Ah ja, okay, sie ist, scheint ja so ein Druide, tut nicht, ein Druide oder ein Android oder ein Roboter durch und durch zu sein. Der gewöhnliche Weg, sage ich mal. Es gibt viele Wege, die gewöhnlich sind. Ihre Kehle bewegt sich für einige Momente, bevor sie ihren Mund öffnet und eine Wolke aus grünlichem Gas ausatmet. Die Absicht ist, rätselhaft zu sein. Verstanden. Das ist bei vielen Leuten so, in der Tat. Sie betrachtet dich und neigte mit leisen Kurbelgeräuschen ihren Kopf zur Seite. Du hast das absurde Gefühl, dass die Geste kokett wirken soll. Ich hoffe, du wirst mir eine weitere Frage beantworten. Ich habe ein Rätsel, das du bestimmt gerne lösen möchtest, sagt sie und wischt kokett ihr Haar von ihren Schultern. Es ist sehr alt. Sie macht eine kurze Pause und trägt es dann auswendig vor. Was geht ein mit dem Atem? Aus einem Wort, das wir sagen, verwandelt sich im Tod, doch jeder muss es selbst tragen. Die Worte klingen vage vertraut und hallen in deinem Kopf nach, selbst als sie nicht mehr spricht. Ach du Schreck, was geht ein mit dem Atem? Aus mit einem Wort, das wir sagen, verwandelt sich im Tod, doch jeder muss es selbst tragen. Leben? Geht Leben ein mit dem Atem? Das kann man im übertragenen Sinne sagen. Geht aus mit einem Wort, das wir sagen. Leben, ja, Worte sind auch gewisserweise lebendig. Verwandelt sich im Tod. Und jeder muss es, ja, das könnte hinhauen. Ehre? Nee, Ehre nicht. Bewusstsein? Atmet man Bewusstsein ein? Auch nicht. Liebe? Liebe vielleicht? Ich würde eher Leben sagen, aber wir versuchen uns mal zu erinnern.
Du hörst erneut ihre Worte, fühlst deren Echo und Gewicht in deinem Kopf. Widerhallen, du siehst Sylph, gekleidet wie ein Äher und Priester, ihr Gesicht im Schatten. Oh, ich habe hier schon wieder so einen Brummer. Ich hoffe, der ist nicht zu hören. Aber das Rätsel kommt in deiner Stimme, nicht ihrer, und der Reim ist ein anderer. Es kommt mit dem ersten Atemzug, geht aus mit jedem Wort, das wir sagen. Verklärt ist es im Tod, doch es lässt sich übertragen. Ah, das ist ein ganz anderes. Es kommt mit dem ersten Atemzug, geht aus mit jedem Wort, das wir sagen. Verklärt ist es im Tod, doch es lässt sich übertragen. In deinem Kopf antwortet Sylph mit tieferer, melodischer Stimme Bewusstsein. Erst als du aus deiner Erinnerung wieder auftauchst, bemerkst du, wie Sylph dich anstarrt und dir wird klar, dass du das Wort laut ausgesprochen hast. Ah, okay, sehr schön. Sie neigt ihren Kopf von einer Seite zur anderen, als ob sie deine Antwort in jedem Ohr überprüft. Sehr gut, sagt sie und ihr Nacken wird wieder gerade. Ich habe eine letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Womöglich hast du keine Antwort darauf. Sie schaut an dir vorbei und steht für einige Momente ganz still, während die Zahnräder in ihrem Körper rattern und surren. Dann sucht sie deinen Blick und stellt ihre Frage. Was würdest du tun, wenn du jemanden triffst, der dein Lebenswerk vor dir abgeschlossen hat und seine Methode nicht mit dir teilen will? Oh Gott, was ist mit diesem Wesen geschehen? Also anbetteln würde ich es nicht. Würde ich nicht. Töten würde ich auch nicht. Meine eigene Methode finden oder ein neues Lebenswerk finden. Ich würde tendenziell meine eigene Methode finden, glaube ich. Ich glaube, das passt. So, blaue Gezeiten wurden erhöht. Das wäre ohne Zweifel schwierig. Die Dunkelheit hinter ihren Augen zeigt metallisches Glitzern, als ihre Pupillen sich ganz erweitern. Dann springen sie wieder zurück und sie verbeugt sich leicht. Ich wünsche dir Glück bei deinen Anstrengungen. Ich habe keine weiteren Fragen an dich. Gut, dann lasst uns hier mal noch mal ein bisschen hinterhaken. Wir versuchen uns noch mal genau zu erinnern, wo wir Sylph schon mal gesehen haben. Boah, 70% bei 10 Intelligenz erscheint mir jetzt nicht super wichtig. Deswegen werden wir jetzt nichts einsetzen. Waren trotzdem erfolgreich, sehr schön. Ein Bild erscheint in deinem Kopf. Sylph steht zurückhaltend neben einem wohlhabend gekleideten Mann, der ungeduldig in deine Richtung gestikuliert. Klar, sie ist alt, aber sie kann immer noch arbeiten. Ihre künstliche Intelligenz läuft immer noch ganz gut, im Gegensatz zu anderen, sagt er. Wenn du einsam bist, leistet sie dir Gesellschaft. Wenn nicht, hält sie die Klappe. Oder nicht? Richtet seinen stechenden Blick auf Sylph, die nickt. Aha, also tatsächlich hat der offenbar hier der wandelnde Gott auch mal Sylph ausprobiert, gewissermaßen eine künstliche Intelligenz, einen künstlichen Menschen, um dort hineinzuschlüpfen. Wobei, ich frage mich, wir sind doch auch von ihm erschaffen. Also er hat offenbar auch mal eine Maschine ausprobiert, das wollte ich damit sagen. Gut. Ein scharfer Stich der Enttäuschung. Du erinnerst dich, wie du von Sylph weggegangen bist, als sie dir angeboten wurde, vorbei an einem feixenden Mann in dunkler Kleidung, der bereits ein Angebot abgegeben hatte. Seine Anwesenheit überwältigt deine Erinnerung mit dem plötzlichen Verständnis, wer und was da vor dir steht. Adden, ein besessener Äonpriester, der es für seine persönliche Mission hielt, den wandelnden Gott bis zum Ende der Welt zu verfolgen und einen Weg zu finden, sich selbst in Gefäße seiner Wahl zu versetzen. Warte mal, jetzt ist es so zu verstehen, dass dieser feixende Mann in dunkler Kleidung derjenige ist, der ein Angebot schon für Sylph abgegeben hat? Aha, möglicherweise versucht er das Ganze zu imitieren und hat dir auch so eine Art Imitat-Tätowierung gegeben. Gott, wie abgefahren ist das denn, falls ich das jetzt richtig verstanden habe? Es ist unmöglich zu sagen, wie erfolgreich der Transfer war und wie weit ihre beiden Psychen miteinander vermischt wurden. Trotzdem sind beide im selben zerfallenen Konstrukt gefangen, ohne Hoffnung auf baldige Erlösung. Ach so! Also, dieser andere Typ, der den wandelnden Gott nachmachen will, hat Sylph gekauft, um sich dort einzupflanzen.
Eden, bist du da drin? Sie blinzelt langsam mit den Augen. Eines davon öffnet sich nicht mehr vollständig wieder. Ich bin Sylph. Hast du mich mit jemandem verwechselt? Eden, ich weiß, dass du da drin bist. Kannst du mich hören? Ich bin Sylph, antwortet sie. Der Verstand des Äon-Priesters scheint im Unterbewusstsein des Konstrukts verschwunden zu sein. Wer weiß, wann er wieder auftauchen wird. Eden, ich weiß, dass du da drin bist. Kannst du mich hören? Ich bin Sylph. Okay, das geht jetzt immer so weiter. Sagen wir erstmal, leb wohl. Pass auf dich auf, sagt sie noch. Vielleicht gibt es ja noch einen Weg, ihn da zu befreien oder da irgendwie nochmal ranzukommen. Was für eine interessante Geschichte. Ist aber keine direkte Quest daraus geworden. So, jetzt haben wir hier einen großen Platz. Vertrauen und Ehrlichkeit verbinden uns. Ja, das stimmt. Sehe ich auch so. So, und hier ist ein Memovira-Wächter. Memovira, Harefi-Händler. Omadon, der mit Kultistinnen spricht. Was haben wir hier noch? Silberner Weise. Oh, hier sind interessante Sachen. Viele interessante Sachen. Boten. Okay, das sind einfache Männer. Gut, dann sprechen wir erstmal mit Omadon. Dieser gut gekleidete Mann schenkt dir einen Blick durch seine goldene Brille und ein gewinnendes Lächeln. Er ist scheinbar eine charmante Person, aber es ist klar, dass er etwas von dir will und bereit ist, es dir wegzunehmen. Natürlich höflich, aber mit absoluter Tücke. Okay? Endlich, sagt er. Jemand, der aussieht, als könne er weiter sehen, als seine Nase lang ist. Diese Saguisten sind so wachsam wie Steine. Er presst flehentlich seine Hände zusammen. Bitte sag mir, dass du ein schönes Mädchen mit purpurroten Haaren gesehen hast. Ihr Name ist Persea. Sie ist meine Liebste, aber sie leidet an Wahnsinn. Er treibt sie dazu, sich zu fürchten. Vor allem, sie kann nicht aufhören, vor allen imaginären Gefahren wegzulaufen. Und ich verfolge sie schon seit, Jahren. Ich will sie einfangen und heilen, bevor sie sich noch selbst wehtut. Okay. Ich konnte neulich ihre Spur bis hier nach Sargos Klippen verfolgen, aber keiner dieser blinden Narren hier kann sich an sie erinnern, obwohl sie, wie ich glaube, einige Zeit hier war. Er greift deinen Arm. Ich will sie dir beschreiben, damit du sie auch erkennst. Sie ist herzerreißend schön und trägt beflügelte Haarkämme, die um ihren Kopf schweben und so ihre purpurroten Haare ständig neu gestalten. Bitte, wenn du sie siehst oder etwas über sie hörst, komm zurück und berichte mir. Mein Name ist Omadon und ich kann sehr großzügig sein. Kannst du mir genau so Perseas Aussehen sagen? Wie ich schon sagte, sie ist betörend schön, mit purpurroten Haaren, die mit Kämmen versehen und so weiter. Alles klar. Ja. Und was für Dinge sagt Persea, wenn sie der Wahnsinn ergriffen hat? Fast alles, aber eine ihrer hartnäckigen Wahnvorstellungen ist, dass ich ihr Feind bin. Nichts könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit. Wenn sie bei Trost ist, dann liebt sie mich, wie ich sie liebe. Aber wenn der Wahnsinn bei ihr die Oberhand hat, seine Stimme wird ganz sanft. Es tut mehr weh, als die Wahrheit sagen kann. Oha, da fragt sich nur, wer verrückt ist von den beiden. Das wird wahrscheinlich wieder so eine sehr schwierige Entscheidung. Wie hast du Persea kennengelernt? Wir waren am selben Grab im Tal der toten Helden, ein gemeinsamer Freund. Als wir uns Geschichten der Liebe über unseren Freund teilten, erkannten wir, dass wir Seelenverwandte sind und dass wir uns nach dem Verlassen des Tals nicht trennen sollten. Möglicherweise hat auch nur er das erkannt. Er lächelt sehnsüchtig. Seltsam, dass ein Ort des Todes die Geburt von etwas so Schönen und Unsterblichen ist. Das ist ein Stalker, sage ich euch. Warum ist Persea verrückt geworden? Er runzelt nachdenklich die Stirn. Ich glaube, mit ihrer Geburt oder ihren ersten Jahren ist ein Trauma verbunden. Wir fanden heraus, dass es mit Liebe und Fürsorge und gewissen Medikamenten in den Griff zu bekommen war. Allerdings gab es den einen oder anderen Ausfall. Beim letzten von diesen passierte es, dass Persea verschwand. Seither bin ich ihr hinterher. Aber wahrscheinlich hält er sich einfach nur mit Medikamenten ruhig. Also der Typ ist mir äußerst suspekt. Und wie willst du Perseas Wahnsinn heilen? Mit Liebe in erster Linie, aber auch mit bestimmten antiken Techniken, die ich in meinen Jahren der Forschung für das Abkühlen und Entwirren erhitzter und verworrener Köpfe gelernt habe. Ich bin mir sicher, wenn ich sie von den zerstörenden Einflüssen der Welt fernhalten kann, werde ich sie wieder zu ihrem wahren Ich bringen. Oh mein Gott, Leute, das klingt super schrecklich. Ich sage erstmal, leb wohl.
Wir gucken uns das nochmal kurz hier an. Die einzig wahre Liebe. Gut, offenbar in der Karawanserei gibt es möglicherweise weitere Hinweise. Das wird ja auch nochmal interessant. Aber da bin ich schon mal hochgradig skeptisch. Das ist schon mal klar. Okay, sehr spannend hier oben. Ist hier ein Swimmingpool? Naja, wir werden sehen. Also, mal schauen, was hier noch alles auf uns wartet. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinball.